Sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen des VDS Bildungsmedien und der Medienberatung Nordrhein-Westfalen sehr herzlich zu diesem Kongress begrüßen. Schule und Unterricht im Wandel heißt unser Motto für diese Veranstaltung, und ich glaube, dass dieses Motto die derzeitige Situation unserer Schulen hier in Nordrhein-Westfalen oder auch bundesweit ganz genau trifft. Wie seit Jahrzehnten nicht mehr ist all das, was lange Standardpfeiler für Schul- und Bildungspolitik gewesen ist, in Frage gestellt worden und in Veränderungen. Die Reizworte PISA und TIMSS brauche ich hier nicht weiter zu präzisieren, denn wir alle wissen, dass ein Land, dessen Wohlstand allein in der guten Ausbildung seiner Bürger begründet liegt, in internationalen Vergleichsstudien spitze Plätze einnehmen muss. Die Bildungspolitik hat darauf reagiert, man kann sagen, in allen Bundesländern, aber auch und gerade hier in Nordrhein-Westfalen, ein Bundesland, das natürlich ein besonderes Gewicht hat. Die Bildungsziele wurden mit neuen Standards und Kernlehrplänen aktualisiert. Den Schulen wird mehr Raum für die Wahl des eigenen pädagogischen Weges gegeben. Der Erfolg dieser Bemühungen wird nun durch eine stärkere Qualitätssicherung, insbesondere durch die neuen Lernstandserhebungen, geprüft. Dies alles muss im Gymnasium mit einem Jahr weniger Schulzeit realisiert werden. Im nächsten Schritt der Reform wird der Übergang von Kindergarten und Schule neu geregelt, und die Grundschule hat sich mit der Einführung des frühen Fremdsprachenlernens ohnehin bereits verändert. Das, was in NRW in den letzten Jahren politisch beschlossen und in den neuen Vorgaben gegossen wurde, muss nun den Unterricht erreichen. Dazu brauchen wir eine leistungsfähige Lehrerweiterbildung. Dazu brauchen wir Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, starke Werkzeuge, nämlich neue Werkzeuge für den Unterricht, und das sind Schulbücher, Lern- und Unterrichtssoftware. Als Dienstleister der Schulen haben wir Schulbuchverlage dafür gesorgt, dass diese Werkzeuge für einen besseren Unterricht heute zur Verfügung stehen. Sie sind Gegenstand der vielen Vorträge und Präsentationen dieses Kongresses und natürlich auch der Ausstellung hier im Foyer. Dies, meine Damen und Herren, ist nicht selbstverständlich, denn es war ein gewaltiger Kraftakt, der den Verlagen abgenötigt wurde, damit die neuen, auf die Reformen abgestimmten Lehrwerke heute zur Verfügung stehen können. Es ist die Gleichzeitigkeit der Reformen in vielen, ja man kann sagen in fast allen Bundesländern, die uns zu schaffen gemacht hat. Dabei war das Zeitkorsett für die Entwicklung meist definitiv zu eng und die Zulassungsverfahren häufig zu lang. Noch nie wurden von den deutschen Schulbuchverlagen so viele Neuerscheinungen und Neubearbeitungen herausgegeben, wie in den letzten 12 Monaten. Die Verlage haben hier umfassend investiert, um den politischen Reformwillen ins Buch oder in die Lernsoftware zu packen. Nun müssen diese neuen Inhalte und Ideen, diese neuen Schulbücher und Bildungsmedien möglichst schnell in den Unterricht kommen. Dies ist Ziel und Aufgabe des Kongresses, den wir gemeinsam mit der Medienberatung NRW veranstalten. Es sind glatt 60 Veranstaltungen geworden, die heute kompakt in diesem Haus stattfinden. Dies hat die Erwartungen der beiden Veranstalter deutlich übertroffen. Ein Großteil der Veranstaltungen wird von den Schulbuchverlagen und Herstellern von Bildungsmedien bestritten. Die Herausgeber, Autoren und Redakteure der Schulbuchverlage zählen mit zu den besten und tiefgründigsten Kennern der Bildungspläne, ohne deren Arbeit eine Bildungsreform nicht gelingen kann. Mit diesem Kongress wollen wir auch verdeutlichen, dass die Bildungsmedienverlage als Partner von Schule mittlerweile sehr stark im Bereich der Lehrerfortbildung engagiert sind. Veranstaltungen dieser Art, bei denen neue Lehrwerke und Autoren diskutieren oder neue Unterrichtsansätze vorgestellt werden, finden das ganze Jahr über meist nicht so öffentlichkeitswirksam wie heute bei dem Kongress statt. Es sind rund 6000 Veranstaltungen bundesweit, die unsere Verlage veranstalten. Bislang machen die Verlage dies kostenlos, und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich Geflogenheiten anderer Branchen, zum Beispiel der Softwareindustrie, anschaut. Die konjunkturelle Situation und die nun schon seit Jahrzehnten andauernde Kürzung von Schulbuchetats in verschiedenen Kommunen und Ländern stellen diesen Service aber zunehmend in Frage. Wir begrüßen deshalb sehr, dass in Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr eine andere Strategie gefahren wurde. Wir haben hier einen bundesweit beispielhaften Weg zur Professionalisierung der Fortbildung beschritten. Es ist begrüßenswert, dass der Landesetat für Lehrerfortbildung auf 4 Millionen und in diesem Jahr sogar auf 4,8 Millionen Euro heraufgesetzt wurde. Allerdings denke ich, weiß auch jeder, dass dieser Etat
nicht das Ende der Fahnenstange sein kann, wenn es um die Fort- und Weiterbildung von rund 170.000 Lehrerinnen und Lehrer geht. Und ich kann Sie nur ermuntern, diese Etats auch für die Fortbildungsveranstaltungen der Verlage zu nutzen. Bitte buchen Sie uns, nicht nur heute hier auf diesem Kongress. An dem Engagement von Pädagogen zur Reform unserer Schulen und zur Verbesserung von Unterrichtsqualität scheint es nicht zu fehlen. Dieser Kongress hat nach den neuesten Zahlen von heute weit über 1.200 Anmeldungen. Die Politik hat dafür zu sorgen, dass dieser Wille ein Umfeld findet, in dem das große Reformwerk umgesetzt werden kann. Dazu gehört die Bereitstellung der notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen. Dazu gehört nicht, diese immer knappen Ressourcen in einer problematischen Diskussion um Schulstrukturen zu verbrauchen. Wir begrüßen sehr, dass man sich in Nordrhein-Westfalen aus dieser in den letzten Monaten bundesweit neu entflammten Diskussion um die Zusammenlegung oder Auseinanderführung von Bildungsgängen und Schularten heraushalten will und sich stattdessen auf die Modernisierung und Verbesserung von Unterricht konzentriert. In diesem Sinne nämlich ganz konkret und praxisorientiert will dieser Kongress wirken. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich dazu anregende Veranstaltungen und gute Gespräche auf dem Kongress und natürlich auch beim Besuch unserer Ausstellung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.